Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prey. So, dann wollen wir uns doch jetzt hier mal im Rest des Ganzen... Hoppala. Dachte, ich hatte das schon wieder ausgestellt, aber jetzt gab es ein Update bei Steam, jetzt habe ich es schon wieder drin. So, da kommen wir ja nicht rein, da haben wir keine richtige Schlüsselkarte und ohne Schlüsselkarte kommen wir da nicht hin. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier unten... Okay, hier haben wir noch mal ein bisschen Mineral. Asteroidenmagnet. Mechanische Tür, dafür brauche ich Hebelkraft 3. Ich brauche sogar dafür... Boah. Gut, wir können aber erstmal den hier reparieren. Ah, ne. So. Und hier jetzt erstmal reinschmeißen, was ich jetzt zum Beispiel doppelt habe. Was ich nicht brauche. So, Schrott auch nochmal dazu. Dann einmal sortieren. Ja, ist okay. Dann schmeißen wir das einmal kurz rein hier. Nimm das Ganze mal raus. Da unten gibt es auch noch ein bisschen was, aber da gehe ich noch nicht hin. Hier können wir einen Operator. Kein Passwort gefunden. Der könnte mich aber aufheilen. Das wäre nicht so verkehrt. Ach, da hinten bin ich. Gucken wir in die falsche Richtung. So. Ne, der ist so immer easy hier. So. Antrag im neuen Operator. Ja, Operator wäre schon mal nicht schlecht. Es sei denn, er ist kompromittiert, dann ist er schlecht. Okay, Wissenschaftsoperator? Ach, ein Wissenschaftsoperator macht mir meine Psyche. Die machen alle so Kackgeräusche, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ah, hier ist auch die für Graves Büro. Okay, hier haben wir nochmal ein bisschen... Das Vieh irritiert so dermaßen. Ersatzteile. Defekte Lüfter. Sonst sehe ich jetzt hier nichts Interessantes. Hier ist nochmal ein bisschen Krempel. Ah, hier ist nochmal ein Wissenschaftsoperator, den ich zerstört habe. Okay, Notfallwagen. Und hier können wir was machen. Oh. Ich kann mir wieder Munition machen. So, das erste, was wir machen, ist Munition. So. Einmal mitnehmen. Ich stelle gleich nochmal her. Gut. Dann mache ich eine Neuromod. Habe ich noch 4 Metall übrig. Und Medkits. Wenigstens 1. Gut. Und dann können wir noch eine Neuromod machen. Matt, Fabrikator. Sowas hatte ich schon befürchtet. Unser leitender Neuromod-Ingenieur, Holden Graves, hat eine Abschaltroutine in die Lizenz der Neuromod-Pläne eingebaut. Schade. Er war ein guter Ingenieur. Er schien wegen der exotischen Komponenten Bedenken zu haben. Du musst an sein Arbeitsterminal, um die Lizenz zurückzusetzen. Sein Büro ist in der Neuromod-Abteilung. Aha. Das heißt, man kann nicht so viele Neuromods tragen oder herstellen. Okay. Da liegt noch jemand.
Defekter Lüfter. Ja, gut, da oben müssen wir so oder so hin. Wo geht's denn hier hin? Kommen wir hier überhaupt durch? Ah. Jetzt sind wir wieder in der Eingangs... Ah, okay, gut. In der Eingangshalle wollte ich noch nicht sein. Hat da gerade noch was geglänzt? Ja, da oben. Defekter Lüfter. Können wir hier nochmal kurz reinschmeißen. Was wir jetzt gerade gefunden haben. Einmal recyceln. Gut. Dann gehen wir jetzt einmal nach oben. Ich habe ja die Schlüsselkarte. Moment. So, und dann wirst du gescannt. Scan abgeschlossen. Okay. Weitere Proben benötigt. Großes Mimik. Auch wirklich großes Mimik. Aha. Exotisches Material. Die Fliege. Auszug aus dem Buch mit Gedichten von William Blake. Kleine Fliege, mutiges Tier. Unachtsam verseucht von mir. Gleiche ich dir Fliege nicht und bist du, bist nicht du ein Mensch wie ich? Denn ich tanze, trinke, singe, bis Gottes Hand mir bricht die Schwinge. Sind Gedanken Lebenskraft? Bin unsie ich dahingerafft? Dann bin ich glücklich, sicherlich, ob lebe oder sterbe ich. Okay. Hoppala. So. Tür entriegeln. Neuromod-Lizenzen. Für jeden Neuromod-Bestand ist eine neue Lizenz erforderlich, die über Herstellernetzwerk bekannt gegeben werden muss. Ohne Autorisierung des Direktors darf keine neue Lizenz ausgegeben werden. Lizenz erneuern. Neuromod-Lizenz zurückgesetzt. Okay. So, haben wir noch zwei Mails. Re-exotische Materialien. Tja, was glauben Sie denn, woher das kommt? Sie sitzen auf dem größten Vorrat der Station und haben sich noch nicht gefragt, was Sie uns da in die Frontallappen injizieren lassen? Sie sind brillant, Graves, aber Sie denken wie ein Ingenieur. Beantworten können Sie Fragen gut, stellen jedoch keine. Die Hughes zu kritisieren kann Ihnen erst in den Sinn, als Sie diesen Bericht aus der Psychotronik gesehen haben, oder, Helen? Fehlende Neuromods. Wir haben 4 Neuromods hier im Testlabor. Wir haben 4 erhalten, für 4 unterschrieben und es befinden sich 4 in unserem gesicherten Lager. Wenn Sie sagen, dass Sie 7 verschickt haben, sollten Sie sich wohl mal an die Sicherheit und das Zustellungspersonal wenden. Das ist nicht das erste Mal, dass Neuromods irgendwo zwischen Fabrikatoren und Test verschwunden sind. Mhm. So, Lautsprecher. Hier können wir nochmal was trinken. Okay. Zerknülltes Papier. Und seine Leiche. Hat er selbst... Oh Mann. Überprüfung läuft. Simlab ist sicher.
Abgesehen von Ikwe, der bleibt die ganze Nacht auf. Haben Sie die Fotos seiner Tochter Maya gesehen? Das ist nicht seine Tochter, das ist seine Frau. Soll das ein Witz sein? Nein, sie ist gestorben. Nun, als Ikwe noch jünger war, steht in seinen Unterlagen. Großer Gott, Sie haben seine Unterlagen gesehen? Ja, bei den Sicherheitschecks, als wir ihn auf die psychischen Eigenschaften untersucht haben, die die hohen Tiere nicht wollen. Er ist wohl nach Hause gekommen und hat sie tot auf dem Boden gefunden. Aneurysma. Da verbringt man sein ganzes Leben damit, das Hirn zu erforschen und dann das. Und das zu einem Zeitpunkt, als er für seine Theorien von allen Seiten verhöhnt wurde. Großer Gott. Das haben Sie schon mal gesagt, aber er hat sie wohl nicht gehört. Diese Station steht sicher nicht unter seinem Schutz, so viel ist klar. Okay. Alex, ich hab's rausgefunden. Nur zu spät. Graves, sind Sie noch in der Fabrikation? Die Rezeptormoleküle, exotische Neurotransmitter. Wir haben sie nicht synthetisiert. Und es gibt keine terrestrische Quelle. Graves, unternehmen Sie nichts Drastisches. Sie kennen mich. Sie wissen, ich habe immer einen Notfallplan. Wir haben es uns in die Köpfe geschaufelt. Das kommt alles von Ihnen. Aber Sie haben nie... Ich schicke Ihnen Hilfe. Das muss sofort raus. Oh, großer Gott, die Neuromods. Sie können immer noch hergestellt werden. Graves, Finger weg von den Neuromod-Lizenzen, haben Sie gehört? Ach du Heilige. Das hat er jetzt erst mitgekriegt, das wusste er vorher gar nicht. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder runter. Hallo, Dr. Yu. Oh, das tut immer weh in den Ohren, wenn die da rumschreien. So. Kann man noch irgendwas anderes verwenden, was wir jetzt erstmal reinschmeißen könnten? Sowas wie Alkohol zum Beispiel. Was haben wir hier? Anti-Reds. Okay, gut. Können wir bestimmt nochmal hier brauchen. Davon habe ich relativ viele. Stellt 60 Psi wieder her. Ich schmeiße sie jetzt mal alle mit rein. Die haben wir ja immer relativ häufig gekriegt. Ich hoffe, ich brauche die nicht so häufig. Wir haben ja noch keine in der Hinsicht von den Materialien. Dann müssten wir uns doch jetzt eigentlich noch mal ein bisschen was herstellen können. Nicht so rumfiepsen. So, dann gucken wir mal. Neuromod. Einmal herstellen. Nehme ich jetzt noch ein Gesundheitskit oder nehme ich jetzt noch mal zwei? Ich nehme nochmal zwei Neuromods. So. Das heißt, mir fehlt jetzt Stahl. Könnt jetzt Bolzen noch machen. Aber das hilft halt nicht. Muss halt jetzt sehr vorsichtig sein. So, das Ding nochmal nachladen hier. Kleine Batterie. Die hat aber auch wirklich sehr wenig Reichweite. Ich weiß nicht, damit fühle ich mich ein bisschen sicherer. So, hier sind wir ja schon durch. Hier drüben ist noch ein Storage. Ach, hier. Ja, siehst. Okay. Die Türaktoren zicken. Kommen Sie zu mir, wenn Sie rein wollen. Ah. Exotisches Material. Typhon-Plasma. Eine Recyclerladung. Und Anzug-Reparatur-Kit. Gut, dann haben wir ja hier alles rausgekriegt. Haben wir noch zwei Recycler-Ladungen. Und wir hatten noch hier noch irgendeinen Weg nach unten. Irgendwo ging es hier noch weiter nach unten. Wo war denn das?
Irgendwo war doch hier noch eine Möglichkeit, weiter runter zu gehen. Ah, hier. Gut, nochmal 2 Recyclerladungen. 3 sogar. Ich gucke aber vorher jetzt erstmal, bevor ich mich jetzt hier gleich wieder erschrecke vor dem nächsten Mimic. Neuromods-mäßig. Da haben wir wieder was Neues dazugelernt. Elektronischer Impuls. Okay. Wandeln. Was haben wir hier? Ah, sie haben 6 Neuromods. Ich könnte jetzt das Hacken auf 3 schon lernen. Aber wir brauchen ja bei einem brauchten wir sogar das Hacken auf 4. Wir könnten sonst auch die Hebelkraft schon auf 3 setzen. Das ist jetzt halt so die Frage. Was hatten wir eigentlich eben? Wir hatten eben so einen Technomorph und davon gibt es wohl wahrscheinlich noch mehr. Elektronisch, explosiv, physisch, EMP. Aha. Gut, aber das ist jetzt die Frage, gehe ich jetzt wirklich auf die Mods oder gehe ich da jetzt eher nicht so drauf? Bis jetzt überzeugt mich davon keiner so wirklich, wo ich sage so, ja, muss ich haben. Deswegen ja. Du erzeugst eine physikalische Explosion. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das irgendwie was kostet. Nee, komm, wir bleiben erstmal hier. Ich setze das jetzt in den Hacker ein. Ich denke mal, das könnte uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr helfen, an Material ranzukommen. Da liegt sogar noch ein Neuromod. Okay, hier sind nochmal Spul. Ist das fies? Eieieiei. Das Vieh hätte mich jetzt fast umgebracht, ne? Ich jetzt schon ein Kit nutzen. Oh Mann. Ja, noch eine Neuromod gekriegt. Die ist ihm da oben runtergefallen. So, komme ich jetzt hier auch wieder raus. Gerade nicht so einfach. Jetzt. Gut, hier nochmal kurz Schrott rein. Rauspopeln. Okay. Hallo, Dr. Yu. Hallo. So, sonst können wir uns jetzt auch kein Kit mehr herstellen, ne? Na doch, ein Med-Kit könnte ich mir noch herstellen. Wir haben gerade mal noch einen Stahl. Und den Rest haben wir viel zu viel. So, hier geht's jetzt ja wieder raus. Habe ich jetzt hier wirklich alles erledigt? Da hatte ich noch nicht alles erledigt. Ich muss nochmal zu... Muss ich nochmal zurück? Moment. Ja, nee, muss ich nicht. Ich muss hier nur wieder durch. Dann müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht eher mit dem Helm durchlaufen. Ah, guck mal. Den machen wir doch lieber so. Dann kann ich nämlich schon mal was zu essen nehmen. Flipper.
Eine Bananenschale. Ah. Zitronenscheibe. Nochmal was zu trinken hier. Auszug aus einem Interview mit einem Transtar-Volontär. Ich bin nicht mehr der gleiche wie vor 2 Jahren, erzählte mir Alexei Petrov. Die Talos 1 verändert einen, strukturiert einen zu einem besseren Menschen um. Petrov und 3 weitere Mitglieder der Menschen-Wiki-Bewegung waren für die Anschläge auf den Roten Platz mit 32 Todesopfern im Jahr 2029 zum Tode verurteilt worden. Nur 2 Wochen vor seiner Hinrichtung war jedoch der Technologie-Gigant Transtar an ihn herangetreten, um ihm eine zweite Chance zu geben. Im Rahmen eines neuen Programms namens Transtar Volontär-Initiative erhielt Petrov die Möglichkeit, seine Strafe umzuwandeln und dafür als menschliches Testsubjekt zu arbeiten. Sie sagten, komm zu uns auf die Raumstation, arbeite mit uns an streng geheimen Projekten, gib der Welt, wer du so viel genommen hast, etwas zurück. Und das tat ich. So, Petrov, ich bin froh darüber. Petrov ist nicht gestattet, über seine Arbeit auf der Talos 1 zu reden. Man kann jedoch nicht leugnen, dass er ein veränderter Mann ist. Der frühere Abbrecher der Sekundarstufe macht gerade seinen Doktor in Astrophysik und hofft, eines Tages für Transtar arbeiten zu dürfen, zu können. Okay. Okay, nächste Leiche. Gehen wir erstmal hier rein. Vielleicht einfach mal kurz durchscannen. Nichts da, bis auf zerknülltes Papier. Nochmal was zu essen. Ganz viel zu trinken. Lass mal was reinpfeifen. Na, Küchen sind guter Fund. Das spart doch jetzt viel, oder? Da haben wir noch eine Mondschatten-Zitrone. Hier geht's zu den Toiletten. Ich guck mal nochmal auf der Karte. Doch, bei den Toiletten soll der Strom sein. Meine Batterie ist fast leer. Und der Taschenlampe. Aha. Haben wir doch schon mal den ersten gefunden. Warnung, Anzug wurde beschädigt. Okay, erstmal den Scanner aus. Einmal Anzug wieder reparieren. Und nochmal was essen. Lebende Exemplare. Ja. Luca ist kein Schmuggler. Ich weiß nicht, wieso er dieses Zeug besitzt. Ich kann Ihnen zeigen, wo er es aufbewahrt, aber quid pro quo. Wenn Sie die Ware wollen, dann drücken Sie bei mir ein Auge zu. Aha.
Aha. Na denn. Jetzt habe ich dich gut erwischt. Einfach alles abscannen hier. Was hast du? Abfallreste. Hier nochmal im Klo gucken. Ja, ich weiß, dass Leben erforderlich ist. Ich werde aber noch mal was essen. Ja. Wo kommen wir denn jetzt hin? Aha. Als Mimik erwischt. Jetzt bestimmt. Hat er mich trotzdem noch gehauen? Ich muss ja jetzt irgendwo gucken, dass ich irgendwo den Strom wieder herstellen kann. Ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit mit dem Helm durch die Gegend laufen. Ah, hier. Ah. Das sieht, glaube ich, nicht gerade gut aus, ne? Irgendwo ist eine Leiterplatine kaputt, die ich, glaube ich, vorher erstmal reparieren sollte. Na gut, dann nutze ich jetzt nochmal die Taschenlampe. Hier ist es einfach zu nass, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Na gut, machen wir Taschenlampe aus, mache ich das Ding wieder an. Irgendwo muss ja ein Defekt sein. Den ich erst beheben muss. Mechanische Tür, aha. Die wohin führt? Wieder raus. Aber wo ist der technische Defekt? Weil wenn ich Strom anmache, dann muss er irgendwo was sein, was ich reparieren kann. Wer hat gerade gesagt, ich werde langsam verrückt? Hallo? Wo Sie wohl hergekommen sind? Ich habe ihn gerade kurz gesehen. Oh Gottes Willen. Sie wirken frustriert. Ja.
Weil ich nicht weiß, was du bist. Ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt eine gewischt kriegen. Waren das wirklich Sie? Ach, der hat hier Feuer ausgelöst. Tödliche Kombos. Die meisten Gegner an Bord der Talos 1 sind stärker als du, zumindest zu Beginn. Bevor du sie gnadenlos angreifst, solltest du dir einen Vorteil verschaffen, indem du sie außer Gefecht setzt. Mache sie mit Glow- oder Disruptor-Taster-Pistole bewegungsunfähig. Hindere sie mit Nullwellentransmittern oder Psychoschock daran, ihre Kräfte einzusetzen. Setze EMP-Ladung ein, um robotische Widerstände zu deaktivieren. Gegner erleiden immer Bonusschaden, wenn sie außer Gefechts gesetzt sind. Ja. Vom letzten Spielstand laden. Mal gucken, wie weit er mich jetzt zurückgeworfen hat. Ach, hier sind wir. Wo ich die Tür nicht aufbrechen kann. Das heißt, er ist schon da. Und ich glaube, es wäre besser, wenn ich ihn sehen könnte. Das heißt, wir schalten jetzt die Energie ein. Okay, ich kriege dadurch Schaden. So wie ich mir das schon gedacht hatte. Au, 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 au. Es ist wie im Halbschlaf. Poltergeist heißt er also. Sehen schon wieder nicht. Stammt das da aus unserem? Ah, er hat mich schon gefunden. Hier ist Sackgasse. Hat's getroffen? Oh, 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 oh. Wo ist er denn jetzt? Ich muss ihn ja eigentlich einmal scannen, ne? Da sind wir gerade raus. Hä? Alter, das ist so ein Arsch. Krieg ich ihn jetzt gescannt? Er haut mir halt noch mal was an den Kopf. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt.
Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo du bist, mein Freund. Recyclerladung. Hat's sich erledigt? Ich hoffe doch. Ah, sieht aber gut aus. Alter Schwede. Also manchmal sind die Gegner echt ziemlich schwierig. Bist du hier raus? Aus diesem Labor? Oh, noch mehr Recyclerladung. Und erste Hilfe. Ach, hier sind wir. Programm, was haben wir hier? Bitte zwischen 22 und 8 Uhr geschlossen halten. Alle Volontäre auf der Liste müssen vor dem Abschließen gezählt werden. Entriegeln? Na gut. Hallo John, danke für Ihre Nachricht. Ich habe Chief Elsa gebeten, ein Team zu schicken, das sich den Bereich einmal ansieht und sicher geht, dass Sie während Ihrer nächsten Schicht nicht zu befürchten haben. Natürlich steht die Sicherheit unseres Personals und unserer Volontäre an alleroberster Stelle. Wir haben aktuell leider keine Kapazitäten für weitere Sicherheitsmitarbeiter in dieser Abteilung frei, planen aber, dieses Problem bei Zeiten anzugehen und unsere Sicherheitspersonal zu erweitern. Okay. Sehr geehrte Miss Goodwin, ich brauche mehr Hilfe. Die Volontäre sind unruhig, doch nicht mehr als sonst. Nummer 16 hat heute Morgen gedroht, mir den Schädel einzuschlagen, wenn er seine Beine nicht vertreten darf. Der Code für hier oben ist nun 1137, nicht mehr der verzeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, also, dass er mir beim Eintippen über die Schulter geschaut hat. Na gut. Ach, hier ist noch eine Notiz. 3 Recyclerladungen, Verkabelung, Plastik, Schläuche, 2 Flaschen Bourbon, Schachtel mit Zigaretten. John, das ist keine Kleinigkeit. Ich würde das erst nehmen. Ich habe Alex bereits über die intelligenten Waren informiert. Okay. So, hier haben wir aber sonst nichts weiter. Eieieiei. Und ich dachte, das wird jetzt hier so easy Spaziergang, weil wir jetzt noch ein bisschen Backtracking machen hier. Oh, sitzt du da noch auf irgendwas? Nee. So, hier brauchen wir Hecken 2 für. Dann tun wir das doch mal. So. Und so. Jetzt. Da war das Schießen mal schneller als irgendwas anderes. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Irgendwo ist aber noch so ein...
Phantom. Whiteboard. Okay. Der hat irgendwas mit Elektro, ne? Scan abgeschlossen. Okay. Proben benötigt. Ah, schön. Den werde ich doch nie und nimmer einfach so wegkriegen. Haben wir hier irgendwas, was mir einen Vorteil verschafft? Nicht so wirklich, ne? Hier geht's jetzt auch noch runter. Oh Gott. Was ist das für ein Ort hier, ey? Okay, Verteilerkasten. Kabel. Er hat nochmal eine Neuromod. Kabel. Haben wir nochmal was essen? Okay. Haben wir was zu essen? Was es hier nicht alles gibt. Ersatzteile. Weißes. Ach, weißes Rauschen kennen wir ja schon. Exit. Kaffeetasse. Eigentlich muss ich auf der Glowkanone bleiben, ne? So, ich guck mal kurz die Karte. Fähigkeitenaufzeichner. Gut, der ist noch 51 Meter weit weg. Soll er dann auch bleiben? Gehen wir vielleicht erstmal hier durch. Ach, hier kommen wir wieder raus. Gut, ich kann ja mal gucken. In der Datenbank, hat er irgendwelche Schwächen oder so? Weil wir haben ja jetzt nur zwei Neuromods. Damit kann ich ja gar nichts machen. Elektrische Resistenz? Also man kann sich auch gegen alle Viecher immunisieren, oder was? Okay, und der letzte war ja Poltergeist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt am besten machen sollten. Ist halt alles okay, aber auch alles nicht so okay. Gucken wir mal. Forschung. Schwächen, EMP, Nullwellen und physisch. Okay, Immunität, elektrisch, Betäubung. Der hat eine Schwachstelle gegen EMP. Haben wir noch ein... Wir haben noch eine EMP-Ladung. Damit könnte ich ihn vielleicht außer Gefecht setzen. Wenn ich gut genug werfe.
Das ging ja richtig in die Hose. So, und dein Schwachpunkt ist physisch. Ja, ist physisch, ist klar. Ich sehe, wie physisch dir was ausmacht. Getroffen habe ich dich mehrfach. Au. Okay, da ist noch ein Mimik. So. Irgendwann ist er auch mal genug hier. Okay, den konnte ich wenigstens anglowen. Oder wegglowen. Hat auch ein Waffen-Upgrade dagelassen. Gut, hierfür haben wir auch Zugriff. Und haben wir hier Neuralscan. Connectom des Patienten muss für die Durchführung einer erfolgreichen atroprogressiven Neurotomie mit einem Neuralscan aktualisiert werden. Okay. Kein Patient. Aha. Oh, zwei Neuromods. Oh, eine Krankenstation. Beantragen neuen Operator. Krankenstation. Transtar Pyramid 490 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Wie komme ich da ran? Hier noch oberflächliche Verletzung. Okay. Von unschätzbarem Wert. Medizin-Operator haben wir jetzt auch gescannt. Ja gut. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Aber im Endeffekt sind wir jetzt nur im Kreis gelaufen, ne? Eieiei. Chirurgische Eingriffe. Kein Patient. Hallo, Volontär. Ich bin Bianca Goodwin, Beauftragte für Volontäre und Gäste an Bord der Talos 1. Ich wollte die Erste sein, die Ihnen beim Aufwachen gratuliert. Im Namen von Transtar danke ich Ihnen für Ihre gute Arbeit. Sie sind sicher desorientiert. Grund ist der medizinische Eingriff namens aptoregressive Neurotomie, den Sie hinter sich haben. In den nächsten Stunden könnten Sie Gedächtnislücken und Probleme mit Ihrer Feinmotorik haben. Wichtiger noch, Sie haben keinerlei Erinnerungen an die Tests. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Ihre freiwillige Teilnahme ein großer Erfolg war. Sie liefert bereits wertvolle Informationen für unsere Forscher und Techniker. Also, ruhen Sie sich bitte aus. Wenn es Ihnen besser geht, komme ich für Ihr Entlassungsgespräch vorbei. Bis später. Hallo, Volontär. Ich bin Bianca Good. Okay. Ja, schön, Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Ist jetzt nicht das, was ich jetzt erwartet habe hier? Zumal ja hier überhaupt was erwarten. Gut, aber wir haben jetzt schon relativ Länge, Überlänge gemacht, weil ich hier einfach kein Ende finde. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.